Okay, letzter Part für heute. Zerstöre. Ah. Red, du siehst fantastisch aus. Hä? Ich? Wir waren auch. Bestien. Ich komme mir so blöd vor. Haha. Ich kann nicht glauben, dass das unser Ende ist. Man sieht sich, Bruder. Es hat Spaß mit dir gemacht. Lebe für uns mit, Red. Du bist unser... Das war mal Blanco Nero. Red? Ein Glück, dir geht es gut. Irre. Nein, du darfst nicht. Komm ihnen nicht zu nah. Red, hör auf. Hm? Was passiert mit mir? Hä? Dieser Misserwolk hat den Befehl erhalten. Diese Mission hat den Befehl erhalten und schafft es trotzdem, ihn im Stand zu halten. Sebo und Blind. Tolle Musik. Wie geht es, Red? Er ist auf der Asmodeus und immer noch fix und fertig wegen des Vorfalls. Er konnte doch nichts dafür. Der Arme. Es passiert schließlich gegen seinen Willen. Ich hätte diese Möglichkeit in Betracht ziehen müssen. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Vielleicht hast du recht, wenn man alles bis zum Anfangspunkt zurückverfolgt. Ledopa, wenn ich einwerfen dürfte. Aber ich sehe hier niemanden, der dir oder diesen quäligen Welpen die Schuld gibt. Ich gebe euch jedenfalls nicht die Schuld. Ich auch nicht, Mann. Siehst du, niemand gibt euch die Schuld. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke, Opera. Keine Ursache, du süßer Fratz. So, und wo steckt unser anderes Missy-Kätzchen? Oh, sie ist gerade eben... Genau. Genau, Beret. Oh. Machst du dir immer noch Vorwürfe? Ey. Ich dachte, du seist härter im Nehmen und würdest dich nicht so schnell umhauen lassen. Das ist nun schon das zweite Mal, dass ich dich so am Boden zerstört sehe. Aber es stimmt doch. Ich bin wirklich auf der ganzen Linie ein Misserfolg. Ich bin ein Monster. Nein. Nein, Red, das bist du nicht. Ich hätte dich beschützen sollen. Stattdessen habe ich genau das Gegenteil getan. Jetzt mach aber einen Punkt. Das war ein Fehler, ein einziger, das kann mal passieren. Und an dem warst du noch nicht mal schuld. Meinst du wirklich? Und selbst wenn ich dabei gestorben wäre, es wäre okay gewesen. Ich hätte es verstanden, wenn du mein Leben ein Ende gesetzt hättest. Was meinst du damit? Das ist doch Schwachsinn. Ich habe versucht, dir bei dem Opferritual das Leben zu nehmen. Und trotzdem kamst du, um mich zu retten.
Ich war so glücklich. Ey, und außerdem lebe ich sowieso schon viel zu lange. Quatsch! Sag sowas nie wieder, klar? Dein Leben hat sich vielleicht wirklich nur um Opferritual gedreht, aber trotzdem hast du alles getan, um andere zu retten und ihnen Glück zu bringen. Ah, selbst Nero und Black. Vielleicht hätte ich sie retten können, aber ich hab's nicht geschafft und jetzt sind sie tot. Ich habe sie sterben lassen. Red. Und ich möchte nicht, dass du auch noch stirbst. Oh. Es tut mir so leid. Ich weiß, dass du dein Bestes gibst und ich glaube an dich, Red, wirklich. Und all die anderen auch. Da bin ich mir ganz sicher. Danke. Ich werde nie wieder verlieren. Weder gegen so einen blöden Befehl noch gegen sonst irgendwas. Bei meinem Schweif. Ja, ich weiß, Red. Nämlich, wenn du dir erstmal was in den Kopf gesetzt hast, dann schaffst du es auch. Oh. Ach, scheiße, dass Nero und Blank gestorben sind. Aber sie waren früher Tiere. Man sieht, man hat's gesehen. Die wurden nur modifiziert. Von Bayern und dem Bastard. So, damit sind die jetzt. Der Sieg über die beiden Hybriden hat die Titanomarina gestoppt. Von Tartarus strömen ständig neue Massen an Schattentruppen hervor, aber die Kovasjäger haben sie unter Kontrolle, jedenfalls im Moment. Trotz unserer kleinen Schnitzers, hihi. Die Reparaturen am Salamander, nachdem Blank ihn zerlegt hat, sind abgeschlossen. Wir können also Phase 1 starten. Ich muss doch noch die Powerzelle in Lemurus Kern hineinschaffen, oder? Richtig, außerdem musst du noch das Amulett und die Kristallsteine einsetzen. Da wir noch 3 Kristallsteine haben, habe ich für Beluga eine Kopie angefertigt. Meinst du, eine Kopie wird funktionieren? Ich habe diese Methode gewählt, weil es schwieriger sein wird, Lemurus zu kontrollieren. Nachdem ich die Steine erstmal auseinandergenommen hatte, war es eigentlich ganz leicht, sie nachzubauen. Hehe. Es ist schon fast unheimlich, wie sehr wir uns auf dich verlassen. Das meine ich ernst. So, das hätten wir. Mach dir keine Sorgen, sondern erledige einfach deinen Job, ey. Okay. Wenn jetzt alles bereit ist, starten wir los. Dann sollten wir los. Lemurus Kern, wir kommen. Und Audio. Tragödie der Stadt. Bibliothek. Okay, das ist bald voll. Das auch. Nur die 2 Sachen hier. Lange Abenteuer erleben. Was soll das heißen, lange Abenteuer? Was ich bisher erlebe, ist es kein Abenteuer oder was? Okay. Bonjour. Hier sind die Quests, die du annehmen kannst. Oh, Speise, Jagd auf die Wilderer. Wilderer fischen verbotenerweise an meiner Angestelle. Ich suche jemanden, der den dort Wache schiebt. Ja, kann ich machen. Geh zur Kuppel, um Nero zu erfahren. Ja, das war... Boah, immer wieder die gleiche Scheiße. Immer wieder. Sie haben also ein Problem mit Wilderern. Ja, vor ein paar Tagen habe ich ein verdächtiges Schiff an meiner geheimen Angestelle gesehen. Danach gab es dort wirklich weniger Fische. Das Schiff muss den Wilderen gehört haben. Ich weiß nicht, ob sie noch dort sind, aber ich möchte, dass du da einmal umsiehst. Alles klar. Bist du bereit? Ja. Ich mache mich sofort auf den Weg. Du weißt, was du zu tun hast, wenn du die Wilderer findest, oder? Ich werde ihnen einfach eine verpassen, dann, dass sie sich gewaschen hat. Das mache ich mit links. Okay. Gibt es eine Spur von Wilderer? Das Radar zeigt 3 verdächtige Signale. Das sind ja. Sie müssen es sein. Los, mach sie fertig. Bin ich schon dabei? Ich werde so. Ja. Nein!
Komm, feuert noch mal was ab. Oh, komm jetzt. So wenig hat er noch. Und er starb. Das ist das erste Schiff. Spinnst du? Ey, evakuiert das Schiff. Komm schneller. Ach, Mann, das dauert zu lange. Könnt ihr nicht ein bisschen schneller sterben? Das nervt irgendwie jetzt. Und es ist tot. Das ist das nächste Mal. Es war nur eine winzige Fischlein, wirklich. Ach, wirklich. Ach komm jetzt. Und wir haben die Mission geschafft. Das ist das letzte. Das Schiff war brandneu. Ich habe alle drei Schiffe sicher. Ich komme jetzt zurück. Warte, Red, es kommt noch ein Signal näher. Was, noch eins? Ja, hoho, du raubst uns den ganzen Spaß an Wildern, du alter Spielverderber. Bist du der Chef der Wilderer? Wir sind nicht irgendwelche Wilderer, wir sind Himmelpiraten, die Möwen. Das ist mir total latte. Ich mache euch so fertig, dass euch das Wildern für immer vergeht. Naja, was glaubst du? Hallo, hallo, er hat einfach aufgelegt. Red, wenn du wirklich mein Lehrling bist, dann machst du diesen Typen auch noch fertig. Ich bin dabei. Schokolade, kannst du mir sagen, wo sie stecken? Ja, ich habe dir einen Daten auf den Radar gesendet. Danke, das können wir jetzt erledigen. Und wo zum Geier ist der? Ach, da bist du. Und wir sehen uns das nächste Mal.